Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play angezockt und mehr von Skyrim. Und wir haben das letzte Mal ja erfahren, dass wir, ja, infiziert wurden von einem Wolf. Und darum sind wir zurück und haben Holz gehackt, um Geld zu verdienen und uns aufzurüsten und auch zu heilen. Und hier haben wir den Zaubertrank der Krankheitsheilung des Händlers da. Und den werden wir gleich einmal kaufen, ja. Und da kaufen wir dann auch noch dazu. Bekleidung wollten wir nämlich kaufen. Nämlich, ihr seht hier Rinde schwachen Hiebs. Das ist dazugekommen neu, weil ich habe noch einen Dark Holzhacken angehängt. Darum haben wir jetzt 5123 Gold, nämlich nicht wenig. Die Novizenrobe der Zerstörung verbraucht 12% weniger Magicka. Das werden wir uns gleich einmal einverleihen. Und was noch eben? Den Ring des schwachen Hiebes, ja, beidhändige Angriffe verursachen um 15% höheren Schaden, ja. Ich glaube, da schlagen wir auch noch einmal zu. Okay, dann haben wir das schon mal und da oben Beschwörungszauber, Illusion, Wiederherstellung, das könnten wir auch noch machen, aber das, wir gehen einmal kurz auf Angriff, ja. Zaubertränke, wir kaufen da dazu. Das ist nicht so tragisch, ja. Und dann haben wir noch hier die Bücher, die wir kaufen wollten. Ich stehe da so auf Zombie-Erwecking, ja. Das käme gut einmal. Kreaturen und Personen bis zur Stufe 6 greifen 30 Sekunden lang jeden in ihrer Nähe an. Zauberbuch des leichten Schutzes erhöht den Rüstungswert um 40 Punkte und absorbiert bis zu 40 Schaden durch Zauber oder Effekte. Das ist gegen Zauberer, nehme ich an. Hellsehen haben wir schon, den Frostbiss, ein Kältestoß der Gesundheit und Ausdauer, 8 Schadenspunkte pro Sekunde zufügt. Da habe ich keine Ahnung, Eichenhaut steigert den Rüstungswert des Zaubernden 60 Sekunden lang um 40 Punkte. Ich habe jetzt nicht unbedingt die Ahnung, was wir da jetzt alles nehmen sollen. Wir nehmen das hier und das hier und dann sollte das auch reichen. Eichenhaut. Das ist zeitlich limitiert und Kältestoß. Egal, wir lassen das einmal, wir haben genug zum Ausprobieren und verkaufen werden wir dann noch, was haben wir denn da, Bekleidung, Eisenstiefel haben wir zu viele, ja, die Fellrüstung werden wir auch verkaufen und was ist denn da, die Novizenrobe, die, ja, die können wir auch gleich verkaufen und die ziehen wir dann an, ja. Okay, Zaubertränke haben wir, Essen, Zutaten, Pipapo, Bücher, die brauchen wir dann auch noch, ja, zur Zeit ist das einmal genug, finde ich. Und jetzt haben wir unseren Mädel entkleidet. Sorry, Fox, wir ziehen sie gleich wieder an. Ich glaub's ja nicht, aber kommt ja gut, ja. Gut so, wir werden da jetzt die Dame wieder anziehen, nämlich mit der, ja, und wir werden das gleich übernehmen in die Favoriten und den ziehen wir auch an, Ring des schwachen Hiebs, ja, und so sind wir schon perfekt unterwegs. Zaubertränke, wir heilen uns dann gleich einmal. Und sind dann auch schon geheilt, hoffe ich. Wir schauen da gleich nach. Und die Bücher müssen wir auch gleich, ja. Zauberbuch des leichten Schutzes, Zauberbuch der Raserei und Zauberbuch Zombie erwecken. Okay. So. Und ist schon geschehen. Okay. Aha. Wir nehmen da die Novizenkapuze einmal ab. Weil sieht ja gleich viel besser aus und wir springen jetzt als nächstes, ja, zum Aufrüsten unserer Waffen in die Schmiede.
Und gleich jetzt. So, auf dem Weg zur Schmiede und wir reden gleich mal. Was ihr benötigt, bei Ismir, wenn es einfach und stark ist, kann ich es schmieden. Kaufen wollen wir nichts. Wir fragen mal, ob der was für uns... Oh ja, wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Zu arbeiten hat? Ja, gut. Auf Wiedersehen. Wir schmieden einmal drauf los. Dann schauen wir mal, ob das funktioniert. Und geht schon. Eisendolch wollte er. Und da brauchen wir Lederstreifen 2 und Eisenbahn 3. Und das machen wir doch gleich einmal. Erschaffen, ja. Das ist eine ordentliche Waffe, die ihr da geschaffen habt. Okay, so sieht das aus. Perfekt. Und was wir da machen wollen eigentlich, ja. Den Eisenschild möchten wir uns erstellen. Aha, bubu, das können wir gar nicht. Korundum, Barren, 4 Eisenbahnen und Lederstreifen. Eisenrüstung und so geht nicht, aber... Leder habe ich gesehen, die ist nämlich nicht so schlecht. Die Lederrüstung hat 29, ja, Rüstungswert. Und da brauchen wir nur 3 Lederstreifen und 4 Leder. Ich denke, das bringen wir zusammen im Fall, dass wir wieder... Ja... auf Nahkampf gehen, ja. Wir machen da mal Nummer 1, nämlich den Schleifstein benutzen. Das haben wir bis jetzt noch nicht. Und den Eisendolch brauchen wir nicht. Wir können das hier schleifen. Erfordert 2 Eisenbahnen und ich glaube, die haben wir. Schauen wir, was daraus wird. Wir haben... Ja, okay. Schaden 25 statt 23, 2 Punkte dazu. Jagdbogen, Lederstreifen haben wir. Haben wir noch? Ja, genau. Jetzt ist er um einen Punkt höher und einen Eisendolch brauchen wir nicht. Gut so. Das wird das einmal gerüstet und als nächstes hier mal die Werkbank benutzen und schauen, was wir machen können. Eisenschild, Eisenstiefel, die können wir aufrüsten und jawohl, herstellen, ja. Und noch einmal die Eisenstiefel herstellen und haben wir. Und das Eisenschild machen wir auch gleich. Ah, uns fehlt noch ein Barren. Da nehmt euch, was ihr braucht. Im angemessenen Rahmen, versteht sich. Ist okay. Und ein paar Barren genommen gleich einmal und benutzen das Zeug noch einmal. Und das Eisenschild machen wir doch gleich und stellen es her. So, dann haben wir das auch einmal aufgerüstet. Und als nächstes kommt das Gerbgestell. Gerbgestelle. Das Gerbgestell wird benutzt, um Tierhäute zu Leder zu verarbeiten und um Leder in Streifen zu schneiden. Leder und Lederstreifen werden für das Schmieden und Verbessern von Waffen und Rüstungen benötigt. Da machen wir doch gleich einmal was. Erfordert Wolfspelz, jawohl. Und genau, Leder hinzugefügt. Dann haben wir jetzt schon 4 Leder oder was? Lederstreifen machen wir. Genau, und was das jetzt sein soll. Aha, Bärenpelzleder. Ja, machen wir auch. Gut so, und da könnten wir auch noch einmal machen und da auch noch einmal. Und dann haben wir, ja, einiges. Und ich schaue mich jetzt nur kurz um, was wir daraus noch schmieden können im Fall. Eine kurze Pause. So, wir werden uns hier noch etwas herstellen, nämlich nicht die Eisenrüstung, weil die hat nämlich 35 Gewicht, aber nur 30 Rüstung. Aber die Lederrüstung hat nur 6 Gewicht, aber dafür 29 Rüstung. Und das werden wir gleich einmal machen, ja? Das können wir und das tun wir auch. Schmiedekunst verbessert, Leute. Seht ihr das? Und Lederhelm können wir auch gleich noch einmal vergleichen zum Eisenhelm. Eisenhelm hat 16 und Gewicht 5 und Leder hat 13 und Gewicht 2. Könnten wir auch noch ausprobieren, aber uns fehlt dazu das Leder. Okay, wir schauen gleich einmal im Inventar nach, was es da jetzt
auf sich hat. Ja, wir haben da dazu bekommen oder nur umgerüstet. Aha. Gut, wir machen jetzt noch gleich einen Sprung. Wir springen da zum schlafenden Riesen und ja, wir wollten das Labor austesten einmal. Schauen, ob wir was zusammenbrauen können. Wer bist denn du? Ihr bringt nichts als Ärger. Ah. Darf ich euch um etwas bitten? Was kann ich für euch tun? Ja, das frage ich mich auch. Kennt ihr... Ja, da sehen wir was. Eine schöne, aber blutdürstige Geschichte. Die kann ich vortragen. Okay. Kam einst ein Reck Ragnar, der Rote genannt, nach Weißlauf geritten, von Rorikstadt stammt. Großreden schwang er, die Klinge gezückt, er prahlte von Kämpfen und Beute Glück. Doch still ward der Rote, kein Wort mehr er sagt, als Schildmaid Mathilda beherzt vor ihn trat. Ihr prahlt und ihr lügt und trinkt all unseren Met, nun lasst uns doch sehen, ob der Tod euch wohl steht. Okay, gut. Alchemielabor, du kannst Tränke und Gifte herstellen, indem du zwei oder mehr Zutaten kombinierst, die über eine gemeinsame Wirkung verfügen. Experimentiere mit unterschiedlichen Zutaten, um ihre Wirkung kennenzulernen. Unbekannt, 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 unbekannt. Aha, okay. Sozusagen haben wir hier keine Anleitung im Fall. Du lass mich jetzt in Ruhe. Wir haben Zimmer und Essen. Auch Getränke. Ich koche. Mehr gibt's nicht zu sagen. Okay, Orgner, aber... Braucht ihr ein Zimmer? Sprecht mit Delphin. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Das heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Ich suche Arbeit. Hier. Wisst ihr etwas? Seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Und kaufen wollen wir nichts, ja? Und noch einmal Gerüchte. Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Und noch einmal Gerüchte, oder was ist denn das? Gibt's da immer... Es heißt, Ulfric Sturmmantel sei den Kaiserlichen entkommen. Jetzt wird der Krieg nur noch schlimmer werden. Okay, Gerüchte vorbei, aha. Gut so. Mhm. Dich haben wir auch noch. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Nee, mieten will ich da nichts und eigentlich wollte ich... Ich bin nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Mhm. Gut, wir können dann nicht zusammen brauen. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Ja, ist okay. Als nächstes haben wir noch etwas vor, nämlich wir wollten ja Schießunterricht nehmen. Und da sehen wir uns gleich wieder bei unserem Elfen. Und der kommt da schon auf uns zu und mit dem müssen wir auch noch quatschen. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Weil der gibt uns ja Unterricht im Bogenschießen. Flusswald ist schon ganz in Ordnung. Für ein Dorf der Nord. Ja, okay. Könnt ihr mir Schießunterricht geben? Ich zeige euch, was ich weiß. Okay, zeige mal. Was heißt das jetzt? Trainer in dieser Stufe trainiert 0 von 5, kosten 200 Spielergold. Wir haben da noch genug. Trainier mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und gleich noch einmal. Und dann haben wir das auch. Ne? Aha, steigende Stufe auf, um das Training fortzusetzen. Aha. Aber schaut her, was da gibt. Folgt mir, ich brauche eure Hilfe. Geht voran. Okay, folgst du uns jetzt? Das wäre ja interessant jetzt. Ja, der folgt uns. Schauen wir mal, bin was immer noch da. Wir können den zum Warten hier veranlassen. Ihr müsst etwas für mich tun, Befehle ergeben, Unterricht geben, tauschen, den können wir als Lastesel backen lassen, ja?
Und wir können ihn entlassen. Das ist so wie in Fallout, Leute. Wir schauen mal, was der da hat. Was hat denn der? Jagdbogen, Eisendolch, Stahlpfeile. Die wird er selber brauchen. Was ist jetzt mit dem Gold? Hehe. Seinen Schlüssel braucht er auch, die Kleidung und die Stiefel. Aber ja. Und? Jetzt hat er uns das Gold wieder zurückgegeben. Ja, cool, Leute. Okay. Einfach mal weitergehen. Ja, okay, das war's für diesmal. Wir sind gerüstet und auf dem Weg zum nächsten Quest, nämlich darauf in die Berge. Und wir haben dann Begleiter, wir haben die Waffen aufgerüstet und die Rüstungen aufgerüstet. Wir haben die Magie aufgerüstet. Ja, und puh, pipapo, wir sind echt gut unterwegs. Also es kann uns eigentlich nichts passieren, außer der Dosel erwischt die falsche Taste. Leute, ich hoffe, es war ein wenig informativ und ihr habt da jetzt was für euer Spiel mitnehmen können. Wenn ja, dann macht ein Abo. Wenn nicht, dann sagt es mir nicht weiter. Und ich und Faendal verabschieden uns heute und wünschen euch noch einen schönen Abend und hoffen, dass wir uns bald wiedersehen. Okay, Leute, das war mal alles für Flussdorf oder wie das Zeug hier heißt. Schönen Abend. Ciao. Eure Tosita und unser schwuler Elf. Ciao.